Servus Leute, willkommen zurück zu Dark Souls 3. Ja, letztes Mal haben wir endlich diesen krassen Drachen besiegt. Ich möchte mich ein bisschen umsehen, ich möchte wieder... Ja, komisch, dass ich da nicht durchgehen kann. Na gut, diesem Wolfsschwert haben wir gekämpft. Schwerer Angriff ist hier zwar scheiße, ja, dafür ist der leichte Angriff gut. Hä? Ah, jetzt kann ich hier raus. Ich dachte schon. Ich möchte mich hier nämlich ein bisschen umsehen, wieder da oben beim Krähennest. Weil ich komme hier auch so hoch jetzt. Genau. Was ist hier unten überhaupt überall? Liegt was? Oh, danke. Als ob ich nicht schon genug davon hätte. Der PC ist wieder laut. Ah, hier ist ein Aufgang, okay. Den werde ich gleich mal nutzen. Hier scheint nichts mehr zu sein. Wow, voll abgebremst. Was ist da hinten überhaupt? Dieser Turm. Das ist der Turm, wo ich reingegangen bin. Das Tor ist wahrscheinlich da hinten, wo dieser Schwertmeister ist, wo ich da rausgekommen bin. Hinten sieht man original das Leuchtfeuer. Oh, da war der Aufgang. Oh. Ich bin jetzt im Feuerbrand rein. Da hinten liegt was. Ja. Yes! Weiter ist das Flakon, den hätte ich mal früher gebrauchen können. Ich hätte ja viel früher hochgehen sollen. Gibt es auch irgendwo eine versteckte Wand? Ja, gibt es. Silberner Schlangenring. Ja, super. Ich habe jetzt schon die höchste Form davon. Also, ich wollte euch doch noch zeigen, wo ich diesen silbernen Schlangenring da gefunden habe. Sonnenprinzessin. Ich glaube, ich kann jetzt wieder einen Ring des Ritterschlechters anlegen. Ja. Vielleicht den Stab wieder wegpacken und stattdessen Bogen. Weil ich mache noch eine normale Rolle. Geronimo! Was ich jetzt erstmal machen will. Moment mal, die Scherbe. Genau. Ich frag mich, ob ich die ganzen Figuren hier alle töten kann. Danke. So, ich mich kenne, habe ich hier noch haufenweise Figuren vergessen. So, Leute, die zum Feuerbandschrein kommen. Ja, 12 Flakons, wie geil. So, ich... Oh, Schwarzfrostmedia, du warst so krass. Soll ja... Irgendwo, wo Pharon steht hin, Moment. Pharon Feste? Nee, Kristallweise, gut. Alter Wolf von Pharon. Richter des Abgrunds. Da waren ja die. Die, wie gesagt, Richter des Abgrunds. Oh, Großstreitkolben, der ist mega geil. Meine Hauptwaffe in Dark Souls 3. Unter anderem. Aber auch das Eisschwert. Hat sich mehr als bewährt. Ja, du sollst mir ja gerne einen Tipp geben, dass auch die beiden Waffen nutzt. Ich meine, gut, das Eisschwert wird er 100 Pro nutzen.
Ob er einen großen Streitkolben auch nutzen wird, das wage ich eigentlich zu bezweifeln, obwohl er ziemlich gut ist. Pharaonfeste. Und da steht auch schon einer. This is unexpected. Well, I've decided to stop running from my fate. Loathe me all you like. I shall take what makes you dragon. Hä? Hau ab. Warum bist du auf einmal böse? Ist nicht der Typ, der am Anfang da vom Feuerbandschrein einfach da saß? Der hat bestimmt auch einen Flakon. Ja, war klar. Gegen den bräuchte ich eine schnellere Waffe. Mein Voltshirt bringt das hier nichts gegen den. Saubatzen. Ich hoffe, der Typ hat nicht so viel Flakons. Er ist besser als ich. Weil ich blockiere nicht gegen den. Kann ich auch beidhändig. Bringt nichts. So ist besser. Hey, das hauft er nochmal. Wie viel Flakons hast du überhaupt, Typ? Ich hoffe, das war ein letzter. Funkelter Drachenkopfstein. Jetzt bist du nur eine weitere Leiche von diesen vielen Leichen. Tut mir eigentlich leid, dass ich dich umbringen musste, aber... Ihr habt Drachenkörper lang, die Drache krollen. Von der Macht der ewigen Drachen erfüllter Stein, einen gewaltigen Drachen dargebracht. In Stein keimt Licht auf. Du erhältst deinen Drachenkörper und grollst wie ein Drache, als Illusion als Erzdrachen. Kann bis zum Tod nicht rückgängig gemacht werden. Nachbildung kann nicht alleine mit dem Drachenkörper erreicht werden. Es wird auch der Drachenkopf benötigt. Den ich habe. Steht wahrscheinlich dasselbe. Gut, hätten wir das auch erledigt. Was gibt's denn jetzt sonst noch? Keine Ahnung, was ich jetzt noch tun muss. Ach so, ich wollte euch den Ring zeigen. Das werde ich jetzt gleich machen. Das geht eh schnell. Stiefel, nein. Da war es auch nicht. Da. Heimkehrknochen habe ich mir eh mehr als genug. Die werde ich nachher einen nutzen. So, ich hoffe, ich kann den Weg jetzt noch auf Anhieb. Wir haben mal wieder 7:45 Uhr morgens. Wow. Was für krasse Zeiten. Solchen krassen Zeiten nicht aufnehmen. Gut, beeilen wir uns. Es dauert eh nicht lang. Rennen wir einfach. Dieses. Kann es sein, dass das dieser komische Engel ist? Ja, lass mich in Ruhe. Heilung. Hab keine Zeit. Da vorne um die Ecke, genau. Jetzt muss ich ein bisschen erholen und weiter.
Da hoch und da müsste jetzt gleich links ein Weg sein, genau da. Warum renne ich zu den Vieh überhaupt hin? Genau, ich habe es mit der Abzweigung hier verwechselt. So. Und hier war dann dieser Ring. Da, bei der Leiche. So habe ich euch das auch gezeigt. Hat ja an sich gar nicht so lange gedauert. Die Frage ist, was muss ich jetzt noch tun? Soweit ich weiß, habe ich jetzt alles. Was hat es überhaupt mit diesen Dingern hier auf sich? Zurückgelegt vom Wächter des Abgrunds. Riesen Jorma, Götterfresser Aldrich, Prinz Lothric. Muss ich die hier auf diese Throne setzen, oder wie? Wer ist denn wer? Der heilige Aldrich des Abgrunds. Ist das jetzt Aldrich oder Wächter des Abgrunds? Lutef der Verbannte, also der lebt hier noch. Die Wächter des Abgrunds, ah, okay. Ah. So, das macht es automatisch. Okay, hier sind ein Haufen Schwerter. Ich möchte trotzdem den Text da hinten drauf lesen. Jorm der Riese aus der gottlosen Hauptstadt. Logisch, weil der so einen riesigen Thron hat. So haben wir seinen Kopf. Da haben wir, glaube ich, einen Haufen Schwerter. Das war Aldrich. Was hat der hier? Ein Haufen Kerzen. So, einer fehlt noch. Nämlich der letzte Thron ganz oben. Der heilige König Lothric, letzte Hoffnung seiner Linie. Genau, das habe ich ja schon mehrfach gelesen. Und jetzt? Was passiert jetzt? Kannst du mir sagen, was ich jetzt tun muss? Okay. Also ich hätte lieben gern das Fahr- und Großschwert gehabt. Aber das Wolfsgroßschwert ist auch nicht schlecht. So, Feuerhüterin. Ich will dich nicht töten, aber ich glaube, ich muss es irgendwann. The five lords sit their five thrones. All thanks to thee, most worthy of lords. Ashen one, with the lords as thy witness, bend thy knee afore the bonfire's coiled sword. And let the lord's embers acknowledge thee. As their true heir, a true lord, fit to link the fire. Heil das dunkle Siegel, was ist das? Es wird ja immer mehr. Farewell. Of Cinder. The fire fades. And the lords go without thrones. Surrender your fires.
to the true heir. Let him grant death to the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. Ofen der ersten Flamme. Mir bekannt vor von Dark Souls 1. Aber ist das der Feuerballschrein? Das ist alles zerstört. Ich komme jetzt nirgendwo mehr durch. Ich komme hier raus. Alles andere ist kaputt. Kein Leuchtfeuer. Von der ersten Flamme. Haufen reißen. Heißt das, ich komme jetzt nicht mehr zurück zum Feuerbandschrein? Also zum ursprünglichen Feuerbandschrein. Ich meine, wird alles Sinn ergeben, weil es ist alles zerstört. So, hier komme ich hin. Doch zum ursprünglichen Feuerbandschrein komme ich noch. Das Gebiet hier von Schwarzfass Media sieht geil aus. So, jetzt bin ich gespannt, wie das hier aussieht. Das ist jetzt der komplett zerstörte Feuerbandschrein? Wenn ja, dann werde ich jetzt wohl nicht mehr leveln können. Das heißt, ich muss es jetzt so schaffen. Nee, ist es nicht. Moment, wie komme ich denn dann wieder zurück? Totenacker der Asche. Wo war denn das nochmal? Irgendwo gab es auch so einen dunklen Feuerbein. Flammenloser Feuerschrein. Flammenloser Schrein. Das hier wahrscheinlich. Gut, ich sehe die Feuerhüterin, das heißt, ich kann notfalls immer wieder leveln. Ach du, morgen sind sie langsam, wachen alle Leute auf. Was mir nicht gefällt. Wäre ich heute bloß nicht so spät aufgestanden. Hätte ich länger aufnehmen können.
Ist doof, ich wollte den Part jetzt eigentlich nicht beenden. Was passiert, wenn ich mich da dran hocke? Ah, es ist einfach nur entzündet. Gut, von hier aus kann ich auch wegreißen. Ofen der ersten Flamme. Sieht aus, als ob da oben der Bosskampf kommt. Ja, besser gesagt, ein Bosskampf. Es sieht wirklich so aus, als ob das das Ende wäre. Aber gut, das werden wir im nächsten Part sehen, weil leider ist es jetzt schon zu früh, um weiter aufnehmen zu können. Das war Dark Souls 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen.